Leute, was geht ab, Leute, hier aus dem Olympiapark, aka Olympiadorf, obere Hälfte. Wir wollen erst abchecken. Ich treffe mich gleich mit Philipp. Ihr wisst, Philipp, der Typ, der die Map erstellt hat. Nicht ich, also ihr schreibt manchmal mich an, wenn die Map nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich auch nur ein Typ, der die Map benutzt. Also, wenn es Probleme gibt, wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Fragen, Anregungen, schreibt Philipp, nicht mir. Ihr werdet ihn gleich sehen. Ansonsten checken wir ein paar Glühhirner hier ab. Ich war gestern im Botanischen Garten, da ging es richtig ab. Werde nochmal dahin gehen für eine Folge. Dann werden wir die zwei vergleichen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier ablaufen wird. Gerade den Pokestop Flying Diamond gedreht. Ich chille gerade. Philipp Bescheid gegeben, dass ich da bin. Er meint, er kommt gleich. Ich muss nur ein paar Gebiete erweitern oder so, also keine Ahnung was. Da wieder abgeht mit der Map, aber scheint immer gut zu laufen momentan. Gab es ein paar Probleme, aber die hat er hoffentlich schnell geregelt. Heute scheint die Map wieder relativ stabil zu laufen. Schauen wir mal, jedes Mal, wenn wir Philipp treffen, hat er ein paar Insider-Infos für uns, ein paar mögliche neue Features. Mal schauen, was er diesmal so geplant hat. Was für Geheimnisse wir aus ihm rauslocken können. Unglaublich. Welche Überraschung. Das Rigon-Farmen. Ja, so ist es. Hast du schon was verpasst heute Vormittag? Ja, was? 100er Kappa dort gleich hier vorne. Achso, ja. Aber die spawnen auch überall letzte Zeit. Stimmt schon, ja. 10 am Tag. Haben schon viele gefangen. Shiny oder 100er oder was? Oder Rehorn, ne? Ja, alles. Nee, bist ja noch nicht so viel. 100er Shiny Rehorns. Was glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 100% Kappa dort Shiny ist? Also wenn man jetzt zum Beispiel jedes anfahren würde? Also anscheinend sagt man, dass Shiny 1 zu 300 ist. Okay, das ist gar nicht so selten, ja. Philipp, du enttäuscht mich. Das ist nur 1171 Rehorn. Er fragt, ob ich die gelbe Berge werfe. Ich habe auch nur 17 Bären. Aha. Wenn ich im Himmel wäre. Da habe ich schon größere gesehen. Albi, war gut? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Wenn ich keine Benachrichtigung kriege, schmeiße ich mal alles weg. Ja, leider schlechteste. Direkt wieder weg. Du bist schon wieder so groß. Traust du dich diesmal? Ich hab mich traut, ja. Geschafft. Erste Mal. Ohne Curveball. Profi. Ja, wäre ich Profi, könnte ich mit einer Hand curven, aber das kann ich noch nicht. Das ist das Beste gewesen, ne? Ja. Ah, really strong. Direkt das nächste. Wieder richtig fett, 1219, nicht schlecht. Ich habe gerade ein bisschen darüber beschwert, dass diese eine Schule da, dieser eine Bereich gerade heute nicht zugänglich ist. Vielleicht weil es Sonntag ist. Schauen wir mal, ich weiß nicht. Aber leicht gefahren. Und? Ah, schade. Schlechteste. Weg damit. Es geht ab. Es taucht nicht auf. Taucht nicht auf bei dir. Mein Gott. Philipp hat den Kappa da hoch. Oh. Wir kommen mehr Scheine, das habe ich gehört. Vielleicht. Das nächste Rehorn schon wieder so riesig. Was ist mit den Rehornen los? Alle beim ersten Wurf, also die machen kein Problem. Ist immer gut. Leider nichts. Die
lehnen sich laufend aus. Das ist groß. Die zu dem anderen, ne? Ja, ich pack's schon. Okay, Philipp packt schon. Ja, war anstrengend lang, aber. Ja, ich muss heim. Demnächst mal wieder. Jetzt vielleicht eine Tour wieder oder so. Das gerne, Tour. Ja, gerne. Ja, arbeitet jetzt fast an der Map. Hat schon gefragt, welche IVs er austauschen soll. Neue Gebiete sind online. Neue Gebiete von? Von wo? Grünwald. Oh, okay. Und zwei so Parks vielleicht. Das sind da gute Spawns drin. Das ist interessant. Ich glaube wenig Spawns, aber wenn, dann richtig gute. Ihr seht, Palavitas. Harte Arbeit von Philipp immer, wie immer. Nicht schlecht. Ja. Sieht sich Philipp. Wir sehen uns. Ciao. So, Philipp ist gegangen. Das nächste Region 1331. Wenn es gute IVs hat, dann hat er was Gutes verpasst. Oh mein Gott, mein Handy hängt. Oh mein Gott. Mein Screen Recorder. Faxen. Nochmal. Es kann sein, dass ihr jetzt das Region nicht seht, weil der Screen Recorder irgendwie Faxen gemacht hat. Aber. Das Region habe ich, einen Ball drin. Schauen wir mal, die IVs, hoffentlich gut. Das ist der höchste, den ich bisher gesehen habe. Really strong, oh. Also mir reicht das für die Regioner. Einfach nur ein paar hochpushen. Und Screen Recorder. Hat funktioniert, okay. Alles top, alles top. Gelbe Arena. Hoffentlich kann die mich vor dem Wind schützen. Ist auch wieder relativ hoch. Bisher nur über 1000er angetroffen heute im Park. Gestern nicht so viele. Über 1000. IV-technisch. Dafür tot, direkt weg. Warte, wie viele Bongos haben wir? 600. Die 1000 knacken wir auf jeden Fall während des Nests. Solange das Nest da ist. Ich glaube sogar die 2000, weil einmal gehe ich noch zu dem im Botanischen Garten den ganzen Tag. Wenn ich schon mal Eintritt zahle, dann mache ich dort sicher 500 oder so. Dann schauen wir mal. Das war's vom Gehorn-Nest und von Philipp. Kurz Auftritt von ihm. Hat mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Arbeitet immer fleißig an der Map. Also, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, fragt nicht mich, fragt ihn. Ansonsten, Gehorn-Nest, Olympiapark. Echt solide, sehr solide. Ich schaue nochmal Botanischen Garten vorbei. Ich war da noch nicht, aber hab's geplant. Der ist ziemlich gehypt gerade, also muss ich nochmal mir genau anschauen, wie krass der ist im Vergleich zum Olympiapark. Aber Olympiapark recht nah zu mir und sehr solide. Also man kann sich nicht beschweren, man macht auch sehr viele Bonbons. Ich habe jetzt über 1000 Bonbons schon. Habe seit dem Video öfters mal vorbeigeschaut. Habe auch viele von euch gesehen, also hat mich gefreut. Ansonsten war's das. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal beim Rion Nest vorbeischauen, ist einfach zu nah bei mir gelegen. Ein paar Runden kann man immer drehen, Rion immer gut. Ansonsten immer liken, subscriben, kommentieren, check die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.